Moin aus Hamburg, Dennis hier, aka Fragrance Dog. Ja, meine Düfte von 10. bis zum 16.2. stehen an. Die Düfte, die ich getragen habe. Und vorweg, weil mich viele anschreiben, warum erzähle ich nicht die Inhaltsstoffe? Leute, das tue ich immer. Guckt nicht nur meine Düfte der Woche an, sondern alle anderen. Hier bei diesem Format, Düfte der Woche, das ist einfach ein lockeres Format. Das sind die Düfte, die ich getragen habe. Warum, weshalb, wieso und so weiter. Und nicht, hier gehe ich mal nicht auf die Inhaltsstoffe so groß ein. Ich mache das automatisch schon. Aber schaut meine anderen Videos, da sind ja schon genug draußen. Und ja, ich hatte erwähnt, dass ich das bei den Düften der Woche, bei diesem Format nicht unbedingt tue. So. Ja, von 10. bis zum 16.2. meine Düfte der Woche. Wieder richtig schöne Düfte dabei. Und ja, wir fangen auch gleich mal an. Ja, Montag hatte ich Prada Luna Rossa Sport getragen. Einfach ein. Ich finde ihn einfach absolut genial. Viele mögen ihn nicht und sagen, der hält nicht und so weiter. Aber er ist der Duft, von dem ich oder für den ich am meisten Komplimente bekomme. Jedes Mal, das wundert mich. Prada Luna Rossa Sport. Wahnsinn. Viele sagen, er riecht nach Lemalen. Auch hier wieder, es ist so ein Hintergrund ein bisschen da. Aber die Süße ist ganz anders. Ich sag so immer ein bisschen, vielleicht das alte Job Homme und Lemal zusammen. Obwohl das schon, dann denken viele, oh Gott, das kann ja nur heftig sein. Nein, ich finde richtig perfekt gemacht. Richtig gut. Und wie gesagt, ich kriege ständig, jedes Mal, wenn ich den trage, draußen Komplimente. Ob beim Einkaufen, überall. Also nicht so viel kriege ich nicht für irgendwelche anderen Düfte. Aber durch ihn hier, Wahnsinn. Und ich habe noch einen Backup-Flakon, größeren. Ach, ich finde ihn richtig gut. Montag Prada Luna Rossa Sport. Ja, und Dienstag habe ich Tiziana Terenzis Hawaiian getragen. Letztens erst vorgestellt, ihr wisst es, der Aventus-Killer für mich. Ach, absolut. Ja. Also ich, wie gesagt, ich bin immer jedes Mal sprachlos bei diesem Duft. Der Aventus für Erwachsene durch das Oud. Siehst du, ich gehe automatisch schon auf Inhaltsstoffe etwas ein. Passt für mich perfekt ins Büro. Müsst ihr aufpassen, nicht ganz so viel sprühen, weil er ist schon von der Haltbarkeit stark. Und ja, richtig gut. Beim Meeting auch, wie ich gemerkt habe, kommt sehr gut an. Und ja, ist einfach ein. Ja gut, vielleicht nicht gerade billiger Begleiter, aber echt schöner Begleiter. Also kommt richtig gut. Hawaiian von Tiziana Terenzi, absolut genial. Am Dienstag. So, am Mittwoch war ich unterwegs. Es war, ich weiß gar nicht, hatten wir 6 Grad, 7 Grad. Einen Tag war das nicht so warm. Aber ich habe Amouage Interlude Man an den Tag getragen. Nach langer Zeit habe ich ihn mal wieder rausgeholt und muss sagen, einer der besten Düfte in meiner Collection. Jedes Mal, wenn ich ihn mal trage, man trägt ihn ja nicht so oft, weil er ist einfach ein Beast Mode, er ist einfach stark und das ist. Die arabische Nacht, das ist stark, das hat Power. Damit wollte ich schon sagen, könnt ihr nichts falsch machen. Doch, da könnt ihr einiges mit falsch machen, wenn das Wetter zu warm ist. Beim Dating würde ich ihn nicht unbedingt tragen, beziehungsweise mein Date im Büro. Ne? Lieber nicht. Also ihr könnt schon einiges mit falsch machen, nur ihr könnt damit nichts falsch machen, wenn ihr ihn kauft. Absolut. Genialer, starker Beast-Mode-Duft. Amouage Interlude Man. Ja, am Donnerstag wieder im Büro habe ich Apem Pur Homme von Kordjan getragen. Ja, den hatte ich ja nun schon letztens. Den trage ich
Sehr gerne. Man sagt ja immer, ein Sommer, nein, der geht das ganze Jahr. Der geht für mich wirklich das ganze Jahr. Damit könnt ihr nichts falsch machen. Wirklich nicht beim Date, bei im Büro, beim Meeting, im Auto, wenn ihr stundenlang da fahrt, egal was. Mein Schwimmen, meinetwegen auch, er funktioniert einfach immer. Richtig guter Duft. Das ist eigentlich ein Traum von einem Duft. Dieses sommerliche, pudrige. Ach, ich liebe ihn. Wirklich. Das ist ein Duft. Immer wieder super zu tragen. Und er ist einfach gefällig. Er ist einfach. Ihr wisst, er ist einfach gut. Sommer am Freitag hatte ich so einige Sachen im Büro zu tun, Schriftzeug und so weiter und musste einige Sachen kontrollieren. Da habe ich natürlich Bird the Job bei Tom Ford getragen. Der Barbershop-Duft, der einfach funktioniert. In der Signature-Version. Der neue, im Endeffekt, ich sagte ja schon in meinem Video. Diese Woche, das habt ihr gesehen, in der alt- und neuen Version. Eigentlich ist der Duft ja nicht neu. Es gab ihn ja schon in der Private Blend, ihr wisst es. Und ja, absolut frisch, Lavendel, sauber, absolut ein sauber Duft überhaupt. Und das macht ihn so aus und das macht ihn auch vor allen Dingen so gut. Richtig starker Duft. Ja, so wenn er, guck mal, ich habe ja vorher eben Interlude Man gespielt. Trotzdem riecht man ihn. Er hat einfach so, er ist einfach. Für mich der beste Barbershop-Duft. Ich habe ja auch schon vorgestellt, oder da wo ich ihn vorgestellt habe, dann habe ich auch die anderen beiden vorgestellt, die dann auch sich einreihen in der Reihe. Aber ihn finde ich schon wirklich genial. Und das passt da einfach an den Tag. Tom Ford Bolder. So, am Samstag werdet ihr vielleicht ein bisschen erschrecken und ihr fragt, warum trägt man das im Winter? Ich war zu Hause. Und bin dann einkaufen gefahren und so weiter und so fort und wieder zu Hause und dabei habe ich einfach Invictus Aqua 2018, ich glaube 18 ist das, ne? 2018 getragen. Ja. Weil. Gut. Gut, er ist gut. Der funktioniert. Der funktioniert nämlich auch, wenn es kalt ist. Ich habe ja schon mal und ich habe auch die Videos vorgestellt, da war er jetzt nicht mit bei, soweit ich weiß. Hatte ich nicht. Es gehen ja auch Sommerdüfte, auch im Winter. Und nochmals, es ist ja nicht wirklich kalt. Wo ist das kalt dieses Jahr? Und das ist ein richtig super schöner, frischer Duft. Und ich bin auch der Meinung, er muss sich nicht vor der 2016er Version verstecken. Muss er überhaupt nicht. Richtig schön frisch. Ein bisschen süßlich hat er ja, aber hat, finde ich, diesen Kaugummi-Style, den Invictus allgemein ja hat. Im Original hat er nicht wirklich so doll, aber schon die DNA ist schon da. Passt einfach alles. Und ich dachte mir, Mann, einfach, ich trage ja wie gesagt nicht so komplizierte Düfte jedes Mal, weil macht ja auch nicht mal Sinn, warum immer und so viel. Und wenn man auch nicht unbedingt immer weiß, was man tragen soll, kommen manchmal auch so Düfte zum Vorschein. Auf jeden Fall Samstag Invictus Aqua 2018. Ja, und Sonntag, ihr wisst ja, Sonntag mache ich immer einen sehr entspannten und auch wenn man mal spazieren geht, hier an der Alster draußen, mache ich auch. Und aber der Tag bleibt einfach auch für die Familie und da habe ich Tom Ford Ood Wood getragen. Ja. Was soll ich zu dem Duft, muss man eigentlich nicht sagen, außer dass er wirklich vielleicht in der Stärke und Haltbarkeit besser hätte sein müssen, aber sonst einfach Hammer. Mehr muss man da nicht sagen. Das Holz, das Oud, sehr für mich oder für Leute, die Oud nicht so mögen, ein entspanntes Oud. Ja, das ist einfach schon sehr, sehr nice gemacht. Wie gesagt, die Ausstrahlung, die Haltbarkeit ist nicht so stark. Obwohl, was heißt nicht so stark? Bei mir hält er 6, 7 Stunden. Und ja, das reicht für so einen Tag. Das reicht auch im Büro vor allen Dingen. Das ist der einzige, oder was heißt der einzige? Ich kenne nicht alle, kann man ja auch nicht kennen.
es wird bestimmt noch einige Ud-Düfte geben, aber er ist es ein Ud-Duft, den man auch im Büro tragen kann, finde ich. Ne, das ist meine Meinung. Ich finde, das kann man machen. Und echt gut, echt gut, echt gut, echt gut. Tom Ford, Ud Wood am Sonntag. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Reihe? Und schreibt auch mal eure Reihe rein. Würde mich wirklich mal interessieren, was habt ihr getragen? Wäre ja auch mal, ich meine, interessiert mich auch mal. Tragt ihr auch jeden Tag einen anderen Duft? Es wird auch mal vorkommen, gleich vorweg, dass ich mal 3 Tage, ich meine, das ist fast noch nie vorgekommen, obwohl doch, selten aber, oder auf jeden Fall 2 Tage mal denselben Duft trage. Also es kann nicht sein, dass ich jedes Mal immer einen anderen Duft trage, weil ich da auch auf die Klamotten sprühe. Ich meine, ich habe jetzt genug, aber trotzdem, ich trage schon mal gern Düfte, so zum Beispiel wie der Chanel Allure Sport, trage ich gern mal öfters. Werde ich übrigens auch immer, das nur mal nebenbei, oft gefragt, ein ja, ganz Jahresduft, der wirklich nicht Sauvage ist, sondern obwohl, das ist ein anderes Thema. Mache ich mal ein anderes Video zu. Ich meine, Allure on Sport kann ich jeden, weil ich werde so oft angeschrieben bei Instagram. Allure on Sport ist fürs ganze Jahr. Und wenn ihr wirklich nicht wissen wollt, was ihr tragen könnt oder was ihr kaufen wollt, der geht immer fürs ganze Jahr. Also wenn der reicht sogar, wenn ihr nur einen Duft habt. Allure on Sport ist wirklich top. Ich meine, da gibt es auch Leute, die den nicht mögen. Aber jetzt mal so auf die Schnelle. Ein wirklich genialer Duft. So, passt hier nicht ganz rein, aber das wollte ich mal sagen, weil ich so viele Anfragen kriege von, kannst du mir mal einen Duft sagen, den man immer tragen kann, wenn man nur ein, zwei Düfte hat, weil ich will nicht so Sauvage oder blöde Chanel, so einen Saubermann Duft tragen. Welcher geht dann noch? Ja, Allure und Sport Extreme ist top. Absolut top. So, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was tragt ihr so eine Woche und wie findet ihr die Reihe? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Freue ganz doll.